Ali, hallo, Hallöle, wer kennt es nicht? Ihr wollt eine coole Animation machen für ein Intro oder für eure Zwischensequenzen, für Dialoge zwischen den NPCs und ihr braucht dafür viele Bilder. Und ja, das passiert halt mal, aber ihr müsst diese auch wieder löschen und das nervt unglaublich. Okay, Spaß beiseite, aber es nervt wirklich. Ich habe jetzt nur 6 Bilder benutzt, aber selbst das nervt schon. Ich müsste jetzt jedes Mal hier Bild löschen, 1, Bild löschen, 2, Bild löschen, 3 und so weiter. Und wenn ihr dann 20 Bilder oder 30 Bilder für eure Animation verwendet, dann werdet ihr wahnsinnig. Vor allem, wenn ihr das mehrfach im Spiel habt und vielleicht gar nicht wisst, wie viele Bilder ihr am Ende verwendet habt, welche Bildnummern ihr verwendet habt. Es ist einfach nur schlicht nervig. Und da gibt es Abhilfe. Ein Skriptbefehl. Ihr fügt einfach einen Skriptbefehl hinzu. Das macht ihr auf der dritten Seite der Eventbefehle. Und da gibt es hier erweitert Skript. Da könnt ihr einen Skriptbefehl hinzufügen. Das ist einfach JavaScript. Fügt ihr hinzu den Befehl $gamescreen.clear. Pictures, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, Groß-Kleinschreibung beachten, aber ich werde das Ganze auch in die Videobeschreibung reinkopieren. Dann könnt ihr einfach copy-pasten. Und damit werden alle Bilder gelöscht, die sich aktuell auf dem Bildschirm befinden. Bumm, weg. Wollt ihr nicht alle Bilder löschen, sondern nur eine bestimmte Range? Also ihr wollt jetzt beispielsweise den Hintergrund behalten oder die Überschrift behalten und den Hintergrund vielleicht. Machen wir es mal so. Ich lösche also Bild Nummer 1 und 2 nicht, aber alle anderen möchte ich löschen. Dann geht das auch über einen Skriptbefehl. Und zwar könnt ihr da reinschreiben. Wir brauchen da jetzt eine Vorschleife. Einfach vor, Klammer auf, dann let i gleich, dann die Startnummer. Das wäre in meinem Fall die 3, weil ich möchte Bild Nummer 1 und 2 behalten. Und dann Semikolon. Dann i kleiner gleich und dann hier die Endposition. Bei mir sind es jetzt 6 Bilder. Also Bild Nummer 6 ist das letzte. Dann Semikolon, dann i plus plus. Dann Klammer zu. Dann eine geschweifte Klammer. Und hier kommt dann rein der Befehl. Dollar Game Screen Punkt Erase Pictures, Picture Klammer auf I Klammer zu Semikolon und noch eine geschweifte Klammer. Und dann werden die Bilder 3 bis 6 gelöscht. Das kann ich jetzt auch noch mal kurz demonstrieren. Und bumm, alle anderen Bilder sind noch da und nur Bild 3 bis 6 wurde gelöscht. Wir können jetzt auch noch mal demonstrieren, indem ich jetzt beispielsweise nur 3 und 4 lösche. Und dann werdet ihr sehen, werden 2 Characters übrig bleiben. Bumm. Also, ihr könnt also auch gezielt eine bestimmte Range löschen. Wenn euch das hier ein bisschen zu unübersichtlich ist mit den Zahlen, könnt ihr das Ganze auch ein bisschen anders machen, indem ihr hier drüber schreibt let start gleich 3 in meinem Fall und let end gleich 6. Und dann schreibt ihr hier nicht i gleich 3, sondern i gleich start und hier statt die 6 ein end rein. Dann müsst ihr in Zukunft, wenn ihr euch den Befehl irgendwo rüber kopiert, ihr kopiert euch ja dann einfach hier dieses Skriptfeld einfach rein. Dann müsst ihr nur noch die Zahlen oben ändern und nicht hier mittendrin irgendwo was ändern. Das ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher für die meisten. Aber macht, wie ihr wollt. Das kann ich leider nicht in die Videobeschreibung packen, weil ich keine geschweiften Klammern in die Videobeschreibung packen kann. Deswegen schaut euch das Ganze an, screenshottet euch das jetzt einfach. Und dann schreibt das ab. Macht natürlich Groß-Kleinschreibung. Wichtig, beachten, hier großes S und hier großes P. Nicht vergessen. Gut, das war's soweit.
Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Screenshottet das einfach. Einmal das hier braucht ihr und einmal das hier. Einfach kurz screenshotten und das sollte nicht das Problem sein für euch. Cool. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit und wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, mehr solche kurzen Tipps, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.